Schaut Deutschland die Fußball-WM in Katar? Straßenumfrage. Oh Gott, Marc Eggers mal wieder. Ob er die Leute küsst, vorher in einen Zungenkuss verwickelt, bevor er die Frage stellt? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, in wenigen Tagen startet sie, die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Und ich glaube, sehr, sehr selten wurde im Vorfeld so viel über eine WM diskutiert, berichtet und geredet. Und deshalb bin ich heute mal in der Kölner Innenstadt unterwegs, denn ich werde die Kölner und Kölnerinnen mal fragen, schaut ihr euch diese Weltmeisterschaft an? Ja oder nein? Ich bin sehr gespannt. Mal sehen. Es ist ja wirklich eine sehr, sehr zwiegespaltene Meinung hier in Deutschland und das werden wir jetzt mal erfragen. Carsten, wie immer hinter der Kamera. Mein Name ist Marc Eggers. Wir gehen los. Auf geht's. Um die Fußball. Wir gucken uns natürlich heute noch Seven in the Wild an, natürlich, ja. Aber jetzt erstmal kurz Marc Eggers in Köln. Zentrum, Metropole, let's go. Weltmeisterschaft dieses Jahr, wird die geschaut oder nicht? Weiß ich noch nicht. Wissen Sie noch nicht, was hindert Sie daran, die zu schauen? Kein Fußballfan? Doch, ich bin großer Fußballfan. Aber? Ich bin so hin und her gerissen. Weil überlegen Sie mal, kennen Sie einen WM-Song? Ach, wegen dem Song sind Sie jetzt? Nein, ich sage nur, es macht keinen Sinn. Weil die Stimmung nicht da ist, ist es jetzt im Winter. Ja, und vergleichen Sie es mal vor 4 Jahren, selbst in Russland war die Stimmung besser. Verdammter Scheiße, selbst in Russland war die Stimmung besser und die Stimmung ist jetzt auch hier schlecht, weil ich keine Kaugummis mehr habe. Kaugummis, ey. Und davor sowieso, also weiß ich nicht. Guckst du dieses Jahr die Fußball-WM? Auf jeden Fall. Keine Bedenken, so was im Vorfeld passiert ist in Katar, unter welchen Umständen die Weltmeisterschaft da vergeben wurde? Doch, natürlich gibt es da also die Vorfälle, die passiert sind, die Anschuldigung an Katar. Aber was soll man machen? Ich will natürlich mein Land unterstützen. Der unterstützt sein Land genauso wie die Fußballer vom DFB deren Land unterstützen. Ich hab keine Sklaven gesehen. Aber ich reiß da jetzt nicht hin, ich werde es sehr wahrscheinlich nur im Fernsehen gucken. Wird die WM dieses Jahr geschaut, ja oder nein? Also von mir nicht. Warum nicht? Weil ich kein großer Fußballfan bin. Oh! Hallo! Wie kann man da kommt doch sofort der. Da kommt doch sofort der Akzent aus dem Untergrund herausgestochen. Und mich über all die letzten Jahre über die FIFA auch informiert habe. Ja, scheiß FIFA. Und mir das wirklich zuwider ist, was dort abgeht. Ich hab lang. Ach, scheiße, sorry, er ist wieder weg. Ich habe lange drüber überlegt. Ja. Man sieht es ja auch in den Medien, dass es da teilweise wirklich nicht toll aussieht in Katar. Und ich habe mich dazu entschlossen, dann vielleicht mal ein Spiel zu gucken, aber nicht wirklich zu verfolgen. Okay, also ein Spiel und den Rest guckst du dann gar nicht? Höchstens ein Spiel, ja. Weißt du, welches Spiel du guckst? Wahrscheinlich irgendein Deutschlandspiel. Das erste vielleicht gegen Japan. Da hinten wird übrigens gerade, wenn das Deutschlandspiel gegen Japan meinte, Deutschland hat verloren und hat er eh keinen Bock mehr zu gucken. Hier hinten wird übrigens gerade eine coole Handyaufnahme gemacht. Da will ich nochmal zurückseppen für. Höchstens ein Spiel, ja. Weißt du, welches Spiel du guckst? Wahrscheinlich irgendein Deutschlandspiel. Das erste vielleicht gegen Japan, aber sonst nichts. Was ist, wenn Deutschland im Finale ist? Würdest du dann 2 Spiele gucken? Das würde ich dann überlegen, aber ich glaube nicht, dass wir ins Finale kommen. Hat das auch für Sie Auswirkungen? Weil da so politische Äußerungen getätigt worden sind im Vorfeld auch, Richtung jetzt Homosexualität, dass die da jetzt irgendwie einen geistigen Schaden haben und sowas. Ist das für Sie auch ein Grund zu sagen, das boykottiere ich oder ist tatsächlich eher, Stimmung ist nicht so da irgendwie jetzt im Winter? Ja, das ist auch ein Grund. Also ich weiß auch nicht, was sie da getrieben hat. Also ich bin auch, muss ich ehrlich gestehen, so ein bisschen ratlos. Also ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja. Einerseits bin ich Fußballfan, andererseits frage ich mich natürlich auch, was wäre passiert, wenn die Stadien da nicht gebaut worden wären. Würde es da mehr Armut auf der Welt geben oder nicht? Das ist ja die Frage. Es wird wahrscheinlich 15.000 mehr Menschen auf der Welt geben, ne? Weil die nicht in diesen komischen, hitzenverkackten Stadionbau gestorben werden. Ne? Genau. Komisch. Bin da ratlos, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Was ist so der größte Punkt, wo Sie sagen, das geht Ihnen am meisten gegen den Strich bei der FIFA? Ja, die Korruptionsgerüchte und halt auch, wie die Gremien Entscheiden vergeben, wie die Entscheide gefällt werden, das passt mir alles gar nicht. Nach Ihrer Meinung, hätte die WM in Katar stattfinden dürfen oder nicht? Nein, niemals. Guckt ihr die Fußball-WM dieses Jahr? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wow! Auf gar keinen Fall. Gut, bei dir? Ich gucke nur die portugiesischen Spiele. Du? Auf keinen Fall. Ja, man kann es nicht unterstützen bei den Sachen, die da passieren. Das Gedanke. Stabil? Digga! Das ist doch sofort ein Kack. Auf keinen Fall, Digga. Auf keinen Fall. Stabil. Stabil. Würde mich nicht wundern, wenn das hier ein Zuschauer ist. Und wenn es ein. Naja, egal. Vielleicht ist auch keiner. Naja.
Gedankengut der Menschen dort kann man nicht unterstützen. Heute ist kein Spaß, kein Joke, nur die Frage. So ungewohnt, ne? Wo ist der nächste Puff? Würdet ihr die WM gucken? Da ist ja öfters so, auch die Frauen gucken ja manchmal nochmal hin, wenn Deutschland spielt. Dieses Jahr, Katar, wird geguckt? Weiß ich noch nicht. Weil? Interessiert mich jetzt nicht so sehr, aber... Mitbekommen, was im Vorfeld politisch da auch geredet wurde? Ja. Meinung dazu? Finde ich nicht gut, die Meinung. Also ich vertrete die Meinung nicht und ja. Okay. Bei dir? Ja, nee, ich bin selbst bisexuell und für mich kommt es nicht in Frage, die WM zu gucken. Guckst du? Ja. Ja, gucke ich. Ja. Es gibt ja viel Diskussion im Vorfeld, dass Leute sagen, sie wollen das boykottieren. Für dich gar kein Thema? Doch, natürlich ist das ein Thema. Aber vom Prinzip her wird es immer ein bisschen auf den Fan abgewälzt. Ich finde es doof. Wo sind denn die Leute auch gewesen, als sie vergeben wurde? Und Fußball. Naja, die saßen dann und haben gesagt, warum ist denn das so vergeben worden? Ja, jetzt ist es passiert. Ist schlecht. Der Sepp Blatter stand da. Und der Gewinner der 222 World Cup of The world is Katar! Und alle so, ach, come on, Sepp! 222! Digga! Fußball hat für mich auch persönlich einen großen Stellenwert und deswegen würde ich die WM trotzdem gerne schauen. Auch natürlich mit einem bitteren Beigeschmack. Ja, du hast auf jeden Fall recht, dass es so ein bisschen an den Fans abgewälzt wird und wir als Zuschauer vor die Entscheidung gestellt werden, sogar so eine moralische Entscheidung zu treffen. Gucke ich das oder gucke ich das nicht? Schaust du dir die Fußball-WM dieses Jahr an? Mit Sicherheit denke ich schon, ja. Ja? Ja. Okay. Ist ja viel Diskussion im Vorfeld, dass Leute sagen, sie boykottieren das. Für dich kein Thema? Doch, schon ein Thema, aber ich denke, man geht mit den anderen Leuten und dann schaut man sich das beiläufig an. Ja. Okay. Hier aber in Köln ist... Ein Nachgeschmack ist natürlich auch dabei, dementsprechend, ja klar. Hier in Köln ist, glaube ich, sogar Public Viewing Verbot. Das wird, glaube ich, offiziell nicht gezeigt. Wie findest du das? Das habe ich jetzt zum ersten Mal von Ihnen gehört, aber finde ich ein gutes Zeichen in die richtige Richtung. Findest du, dass die deutsche Nationalmannschaft von Anfang an hätte sagen sollen, wir fliegen da gar nicht erst hin, wir supporten das nicht? Das wäre natürlich ein Zeichen gewesen, aber dann hätten sich natürlich auch andere Mannschaften damit an den Tisch setzen müssen, weil das auch gerade für einen Spieler auch ein bisschen doof, so ein WM, die findet ja alle 4 Jahre statt, das ist für die wirklich eine große Herausforderung, dabei zu sein. Und das klingt wie so ein DFB, er klingt wie so ein DFB-Sprecher. Ja, also natürlich. So, Herr Schöbbel, sagen Sie mal bitte was zum DFB-Antritt der Nationalelf im Rahmen der Anschuldigung Katar. Ja, das ist natürlich schlecht. Aber im Großen und Ganzen, es ist nur alle 4 Jahre und da kann man mal drüber hinwegsehen. Das ist natürlich auch eine sportliche Herausforderung. Ich meine, so wie Grönemeyer es schon gesagt hat, über 7 Brücken musst du gehen. Es handelt sich hier natürlich um eine einzigartige Situation. Und aber es sind alle 4 Jahre, Digga. What? Das dann abzusagen, ist auch schon ein schwieriger Schritt. Also ich kann auch die Spieler nachvollziehen, die dann da sind, aber hat alles einen bitteren Beigeschmack. Kommen wir zum heutigen Sponsor des Videos und zwar CyberGhost VPN. Digga, wann gucken wir endlich mal ein Video, wo nicht dieses dämliche VPN-Placement drin ist? Marc! Über 7 Proxys musst du connecten. 7-mal deine Identität verstecken. 7-mal wirst du eingeloggt sein. Aber trotzdem find näher raus, wer du bist, weil die das über Cookies machen und nicht über deine IP, du Futz. Was? Für alle Leute da draußen, ja, wenn ihr oft im Internet seid, wenn ihr euch auch oft irgendwie einloggt in Hotspots etc. und habt keinen Bock, dass man eure IP-Adresse nachverfolgen kann, macht unbedingt das Ganze mit einem VPN. Ist sicherer und man kann eure IP-Adresse nicht nachverfolgen. Was? CyberGhost, der Nazi-Sponsor? What? Was ist jetzt los? Wo kommt denn die Nazi-Keule her? Was ihr auch machen könnt, ihr könnt euch eine IP-Adresse aussuchen aus einem anderen Land. Zum Beispiel sagt ihr jetzt USA. Katar. Entschuldigung. Warum sind die denn jetzt rechts? Ah, dann lockt ihr euch da ein. Warum ist CyberGhost denn jetzt rechts? Und habt die Möglichkeit, auch Netflix aus den USA zu gucken. Da gibt es denn Serien, die man hier in Deutschland gar nicht gucken kann. Genauso ist es auch mit der Formel 1. Ihr könntet tatsächlich euch in Österreich einloggen und dann die Formel 1 komplett kostenlos gucken. Nur mit dem CyberGhost VPN. Mit dem Link, der hier unten in der Info... Box ist, bekommt ihr sogar 83% Rabatt. Ihr habt 45 Tage Zeit. 88%, Digga! Geld-Zurück-Garantie, ja? CyberGhost VPN ist einer der größten Anbieter mit über
Der Ketzer der Neuzeit wird von denen gesponsert? Wer ist denn, wer zur Hölle ist der Ketzer der Neuzeit? Warum nennt man sich so? 38 Millionen Nutzer. Ihr habt auch um 24 Stunden Support, der für euch erreichbar ist. 7 Geräte, die ihr gleichzeitig bedienen könnt damit. CyberGhost, VPN abchecken, erster Link unten in der Infobox. Wie gesagt, 83% Rabatt. Er wird immer in Zukunft in Verbindung gebracht mit dieser korrupten Scheiß-WM. Andi-Flo5. Andi-Flo5. Lieben Dank für die Kooperation. Guckst du dieses Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft? Ja, grundsätzlich gucke ich die schon, ja. Okay, also keine Bedenken? Ja, man hat natürlich so diese, durch die Medien und durch die ganzen moralischen Aspekte schon, aber ich bin großartig, ich liebe Fußball und nur weil es jetzt... Ich liebe Fußball! Nur weil da Leute sterben, lasse ich mir den Fußball nicht kaputt machen! Auf der Welt vielleicht da nicht so ganz mit rechten Dingen abläufen, weil weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, dass wir als Fans jetzt unterleiden müssen, die WM nicht zu gucken. Und auch, weil ich denke, es gibt so viel, wir haben so viele andere Probleme, als uns darum jetzt zu kümmern. Und ich meine, in Brasilien ist auch nicht alles mit rechten Dingen abgelaufen. So. In Deutschland ist auch nicht alles mit rechten Dingen abgelaufen. In Russland ist auch nicht alles mit rechten Dingen abgelaufen. In, also grundsätzlich klingt das so, als würde da grundsätzlich immer was nicht mit rechten Dingen ablaufen. Und man sollte das allgemein nicht supporten, Digga. Von Menschen, mit Todeszahlen jetzt. Und da hat aber keiner drüber gesprochen. Über Katar spricht halt jeder, weil Katar so viel Geld hat. Und das ist halt das große Problem. Ja, also, was mich daran so stört, dass wir sagen, wir gucken die WM nicht, aber in Brasilien haben alle geguckt und dieses Moralische stört mich einfach extrem. Dieses Moralische stört mich extrem. Hey, ihr Fotzen! Hä? Das kann man jetzt so falsch beantworten, ne? Ja, also ich finde, man kann schon zu seiner Meinung halt so stehen, so am Ende des Tages. Es ist ja, wir werden als Fans, in Anführungsstrichen Fußballfans, vor eine moralische Entscheidung gestellt. Guckt man das oder nicht so? Und das ist ja an sich eh schon mal einfach schwierig. Mussten wir uns noch nie so machen. Ja? Fußball soll Spaß bringen, gute Laune verbreiten. Und am Ende des Tages ist es jetzt irgendwie eine politische Sache. Es ist im Vorfeld sehr, sehr viel passiert. Okay, also ich versuche jetzt ehrlich zu sein. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem gucken. Jetzt nicht jedes Spiel. Ich bin Italiener. Meine Mannschaft ist nicht dabei. Zu Recht auch. Ja, habt ihr auch mal verdient. Danke, danke. Guckst du dir dieses Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft an? Nein. Warum nicht? Ich mag keinen Fußball. Ah, okay. Stabil. Okay. Wer hätte sonst einen Grund für dich mitbekommen, was da so im Vorfeld alles geredet wurde? Natürlich. Natürlich kein Unterstützer von dem, was da läuft. Aber wenn du eh kein Fußballfan bist, ist ja einfach. Natürlich. Was guckst du gern? Ich bin kein Sportler-Fan. Du bist kein Sportler? Ich bin kein Sportfan. Achso, sonst im Fernsehen? Keiner guckt mehr Fernsehen. Ich meine, klar, es ist eine moralische Sache, wie du schon sagtest, aber ganz ehrlich, die meisten werden es wahrscheinlich trotzdem gucken, vielleicht nicht zu Hause, aber... Ja, okay, ja, das ist halt die Frage, also ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben, einfach nur ja oder nein, guckt ihr die WM dieses Jahr, ja oder nein, weil das ist die Frage, wie viele Leute gucken denn nicht, wie viele Leute gucken dann einfach und sagen es denn gar nicht, was ist bei dir, was ist deine Meinung, wirst du gucken dieses Jahr? Ja, ich werde... Oder auch Italiener? Nee, tatsächlich. Ich bin Allmann, ich werde es auf jeden Fall gucken, auf jeden Fall. Du ziehst rein? Ja. Okay. Nein. Leider nicht. Leider nicht, warum? Wegen den Menschenrechten und so, deswegen. Wirst du es komplett boykottieren? Ja. Was ist stabil? Was ist, wenn Deutschland auf einmal Finale ist? Auch. Da werde ich auch komplett boykottieren. Sonst immer gerne Fußball-WM geguckt? Ja. Keine Bedenken? Digga. Nein. Einfach Support? Also supporte halt nicht, was die in Katar machen, aber ich bin halt ein riesen Fußballfan, darum guck ich mir es an. Wahrscheinlich nicht, nein. Warum nicht? Weil ich das nicht supporte, das ganze System. Nein. Ey, man muss schon sagen, ne? Man muss schon sagen, ich bin richtig, also das ist schon eine richtig krasse, überwiegende Mehrheit von Leuten, die sich zumindest, also erstmal alle Leute wissen, worum es geht. Und viele treffen die richtige Entscheidung auf Basis der Tatsache, dass sie sagen, Digga, das ist nicht mein Ding so. Ich fühle das gar nicht und ich will das deswegen auch nicht supporten. Und ich bin positiv überrascht. Sehr, sehr viele Menschen, aber das unterstützt so ein bisschen auch die Quoten, die da gezeigt werden, ne? Die ersten Quoten mit dem Eröffnungsspielen waren ja grotesk niedrig und die Quote jetzt bei dem Deutschland gegen Deutschland gegen Japan-Spiel waren auch nochmal deutlich niedriger als in den vorherigen WM-Spielen oder in den vorherigen WM. Unter 10 Millionen Einschaltende dazu wohl, laut Berichterstattung. Und das ist doch mal stabil, ne? Also, das ist doch stabil. Also, das ist natürlich jetzt nicht, dass man das nicht null. Es ist nicht null, aber es ist doch eine gute Sache.
dahinter alles und deswegen werde ich es wahrscheinlich nicht schauen, ne. Bist du sonst ein Fußballfan? Absolut, 100%, komplett, ja. Warum bei dir nicht? Einfach aufgrund der Verhältnisse, die dort eben... Ey, ich wirklich geil. Finde ich sehr, sehr gut. Die Moral geht mir auf den Sack, wir gucken Katar nur nicht, weil die viel Geld haben. Bitte was? Auf den Kopf gefallen? Einfach David 5. Vorlagen unterstütze ich das einfach nicht. Hast du sonst mal Fußball geguckt? Das ist der nächste Punkt. Mache ich natürlich noch so. Ich bin leidenschaftlicher FC-Fan. Aber theoretisch muss man das natürlich eigentlich alles sein lassen, weil es alles irgendwie ein riesiger Kreislauf ist. Und am Ende des Tages, ja, eben nicht nur Katar alleine das Problem ist so. Also was ist für dich so der Grund, warum du dieses Jahr sagst, jetzt gucke ich nicht? Einfach, was ich jetzt für Berichte gesehen habe, was in Katar einfach abgeht alles. Also ich habe jetzt auch Dokus darüber gesehen und die Arbeitsbedingungen allein da und das ganze System da, das unterstütze ich nicht. Und deswegen wird kein Fußball geguckt. Wird kein Fußball geguckt. Wie sehr blutet das Herz nicht zu sehen, wie die Nationalmannschaft sich schlagen wird? Tatsächlich kaum. Also wir haben ja schon eine Weltmeisterschaft erlebt, wo wir gewonnen haben. Das war ja schon schön. War auch gekauft. Genug, ist ja nicht so lange her. Und dementsprechend, ja, da mich das einfach so anwidert, was da abgegangen ist, ja, mache ich dieses Jahr einfach nicht und verzichte darauf. Positives in 2 Jahren ist die Europameisterschaft und die ist sogar in Deutschland. Und da reißen wir hier auf jeden Fall die Hütte wieder ab. Ja, sicher. Wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Ich habe die Leute mal gefragt, schaut ihr dieses Jahr die WM? Ja oder nein? Schreibt es wirklich gerne mal in die Kommentare. Ich könnte jetzt wahrscheinlich nochmal so 10 Minuten irgendwie euch jetzt meine Meinung kundtun und darüber nochmal reden und erzählen, was ich da alles so schlecht finde. Was mir aber persönlich wirklich eine sehr, sehr wichtige Herzensangelegenheit ist, diese Aussage, die getätigt wurde, dass Menschen, die homosexuell sind oder einfach andere Vorlieben sexuell haben, einen geistigen Schaden haben oder eine geistige Behinderung, das kann ich nicht tolerieren, das kann ich nicht akzeptieren und ich hoffe, ihr da draußen seid genauso offen, ihr schaut nicht weg, ihr habt ein offenes Mindset und verurteilt niemanden. Also, das ist ein richtig gutes Video von Mark the Fuck. Fuck, Mark, der Penetrierer Eggers, Alter. Egal, wenn er irgendwie für euch in euren Augen anders ist oder eine andere Sexualität oder Neigung hat. Mensch ist Mensch, Hauptsache ein guter Mensch, Hauptsache nett und korrekt und alles andere ist am Ende des Tages zweitrangig. Das ist mir persönlich nochmal wichtig. Ansonsten, CyberGhost VPN hat dieses Video gesponsert, da geht auch nochmal ein dickes Dankeschön raus. Ihr habt halt die Möglichkeit, 84% Rabatt. Was habe ich gerade gehört? CyberGhost, damit kann man auch die Meinungsfreiheit nochmal gucken, da kann man endlich RT News gucken. Rabatt zu bekommen, das heißt 2,03 € im Monat. Erster Link unten verlinkt in der Infobox, 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Mein Name ist Marc Eggers, Carsten ist wie immer hinter der Kamera. Wir sehen uns beim nächsten Video und ich bin wirklich sehr gespannt, ob ihr dieses Jahr die WM guckt, ja oder nein. Es ist einfach traurig, dass es überhaupt diese Diskussion gibt, dass diese ganze Korruption und. Einfach schade, ne? Wir haben uns alle auf eine WM gefreut. Wir haben alle Bock, irgendwie dann auch ein bisschen abzuschalten vom Alltag, Fußball zu genießen. Und jetzt steht man vor dieser Entscheidung, vor dieser moralischen Entscheidung. Guckt man ja oder nein? Also schreibt es mal in die Kommentare. Mein Name ist Marc Eggers. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. So, das war doch schon mal ein sehr gutes Video. Ein sehr, sehr gutes Video.